Es gibt weder eine gigantische Erwiderung oder sowas, noch eine Art umfassende Zusammenfassung, sondern nur ein paar Anmerkungen, die ich aus der Diskussion mitnehme. Die erste Anmerkung möchte ich wirklich sozusagen Ihnen ans Herz legen, auch Frau Wagner und Frau Frohloff, die ja noch im aktuellen Geschehen sind. Ich weiß doch sehr wohl, es ist wahnsinnig einfach, Fragen zu stellen und viel, 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 viel schwerer, etwas zu machen. Das ist doch klar. Und trotzdem müssen wir versuchen, aufzubrechen eine Haltung, die sagt, der da von außen Fragen stellt, hat ja keine Ahnung vom Machen. Und darum fühlt man sich, weil man sich auch angegriffen fühlt, in so einer Verteidigungshaltung und sagt, alles hat schon so seine Ordnung. Sie müssen erkennen, dass Sie in dem Fragesteller und ich glaube auch in dieser Versammlung hier Freunde haben. Es sind Freunde eines relevanten, kritischen, aufklärerischen Journalismus. Wir wollen nicht oberflächlichen Bekenntnisjournalismus, sondern wir wollen wichtigen Journalismus. Vielleicht kann man sich auf sowas einigen, wie Klaus Richter gesagt hat, News Analysis. An einer Stelle sage ich darum jetzt auch etwas Böses, Frau Frohloff, aber es ist nicht so, klingt vielleicht ein bisschen böser, als es gemeint ist, weil Sie haben zwischendurch mal was gesagt, da störe ich mich dran, als es darum ging, wie jetzt die Quoten sind und wie relevant das Ganze noch sei und so weiter, sagten Sie den Satz, man müsse doch dankbar dafür sein, dass Sie in diesem ganzen Mediendurcheinander, in dieser ganzen Medienumwälzung Sender sich noch den Luxus leisten, so etwas wie diese politischen Magazine zu haben. Das ist die falsche Begrifflichkeit. Das ist kein Luxus. Das ist das A und O, der Kernauftrag dessen, wozu Sie da sind und wozu Sie, ich sage das mit allem Pathos sage ich das, wofür Sie Jahr für Jahr 7,6 Milliarden Euro aus allen Haushalten dieses Landes kriegen. Das ist nicht die Champions League, das ist nicht die Quiz-Sendung, sondern das ist politischer, aufklärerischer Journalismus, den wir brauchen als eine freie Bürgergesellschaft. Zweiter Punkt zu den Studien, Sie haben völlig recht, das sind ja alles nur erste Fragestellungen. Ich habe überhaupt nichts gesagt zur Differenzierung der einzelnen Magazine, haben Sie völlig recht, Frau Wagner. Es gibt keine differenzierten Einzelkritiken, soweit bin ich noch gar nicht. Ich habe zum Teil völlig heterogene Eindrücke, also den heterogensten von Spiegel TV. Die machen zwischendurch immer ganz dolle Sachen, allein jetzt in der letzten Sendung. Es gab im ganzen deutschen Fernsehen keine so eindrucksvollen Bilder von dieser rechtsradikalen Hooligan-Demonstration in Köln wie bei Spiegel TV am Sonntagabend. Aber gleichzeitig machen die dann völlig daneben an irgendwelche Berichte über Tokio Hotel und sonst irgendwas. Man weiß überhaupt nicht mehr, woran man da dran ist. Das muss man alles noch genau analysieren. Der letzte gemeinsame Punkt, da möchte ich mich hauptsächlich positiv beziehen auf einige Anmerkungen von Peter Merseburger. Ich will einfach nochmal hervorheben, Sie haben das auch alle nicht so verstanden, aber das, was Peter Merseburger angemerkt hat, war meines Erachtens keine Stimme der Vergangenheit, sondern etwas sehr, sehr Gegenwärtiges. Die erste Anmerkung lautete, und ich glaube, es ist richtig, darüber nachzudenken, innerhalb der einzelnen Sendeformate, aber vielleicht auch insgesamt vom Programmangebot. Er hat gesagt, es gibt seinem Eindruck nach die Erscheinung, die Politik zerfasere zu sehr, es gäbe Schrumpfungen der Horizonte. Und ich glaube, dass ist auch ein Kritikpunkt, den man dann an einzelne Magazine herantragen muss. Ich nenne ein Beispiel. Zu der Krise des Beschaffungswesens der Bundeswehr hat jedes Magazin irgendetwas beigetragen. Jeder wusste noch einen Hubschrauber, der zu spät geliefert wird oder hatte noch ein Dokument zur Hand aus irgendeinem Ausschuss, was alles wann war und so weiter. Trotzdem ist es so, dass das, was ich WUM genannt habe, nicht so richtig kam, dass jetzt das große Thema Bundeswehr da ist. Und das große Bundesthema ist mehr als die Beschaffungskrise. Es ist nämlich ein Infragestellen von Sinn und Zweck dieser ganzen Veranstaltung in der jetzigen Zeit.
Wozu, mit welcher Strategie und welchem Zweck brauchen wir eine Bundeswehr und was ist da los? Und im Tagesspiegel lese ich: Wir sind 12 Jahre in Afghanistan gewesen, ziehen da ab. Es gibt im ganzen Deutschen Bundestag keinen einzigen Bericht einer Afghanistan-Bilanz. Es gibt kein neues Weißbuch Bundeswehr. Wir werkeln und fuhrwerken vor uns hin. Und es muss hier eine Instanz geben. Und wenn es die Politik selbst nicht ist, dann erst recht eine journalistische Instanz, die diese Grundfragen stellt und nicht nur sozusagen sich an Einzelheiten von Beschaffungskrisen abarbeitet. Ich glaube, das habe ich ein bisschen rausgehört, auch den Beispielen, die auch Merseburger nannte mit, was weiß ich, europäischer Innenpolitik oder Ähnliches. Ich nenne NSA. Da waren die Magazine doch gut. Der Spiegel war gut. Wir haben viel erfahren, wir haben Skandale erfahren, wir haben ein Ausspähprogramm, was unfassbar ist, vor Augen geführt bekommen. Trotzdem bleibt doch eine, und das meine ich mit Strukturen, Grundfrage bestehen. Müssen wir nicht weiterbohren an der sensationellen Frage, die sich mir zumindest immer noch stellt: Warum in Gottes Namen leistet es sich diese Bundesregierung oder macht es sogar aktiv, sich einem so ungeahnten Ausmaß in dieser Frage den Vereinigten Staaten von Amerika zu unterwerfen? Diese Frage bleibt als Strukturfrage bestehen. Und ich sage einen dritten Punkt, gerade in dieser Versammlung hier, ich habe das angemerkt an einem Punkt, ich spreche von der Strukturfrage der Zukunft der Arbeit. Ich will es nicht dramatisieren, aber wir kennen Zukunftsprognostiker, die sagen, mit der Digitalisierung ist der Haupteffekt des Wandels der Arbeit, dass es eine kleine Schicht geben wird, die den Computern sagt, was die Computer zu tun haben, und eine große Schicht von Menschen, die von Computern gesagt bekommen, was sie zu tun haben. Und solche Sachen, wie ich erwähnt habe, Echtzeit-Auktionen im Internet von Arbeitskräfteangeboten, sind nur der Vorbote einer großen Veränderung. So wie die Dampfmaschine sie alle hervorgebracht hat, Gewerkschaften und sowas alles erst erschaffen hat, wird die Digitalisierung neue Strukturen schaffen und da werden alle Gewerkschaften, Arbeitnehmer mit zu tun bekommen. Und wir müssen dazu als gesellschaftspolitischen Großtrend eine gebündelte Berichterstattung haben, wenn wir Freunde des relevanten Journalismus sind. Noch eine kleine Anmerkung. Ich habe die Frage aufgeworfen, und ich finde sie immer noch verfolgenswert, ob es nicht eine zu starke Auseinanderentwicklung von Gesellschaftspolitik hier und Partei- und Machtpolitik da gibt. Herr Richter hat gesagt, Parteipolitik ist meistens uninteressant in den Magazinen. Da kann was dran sein, ich will da gar nicht widersprechen. Aber ich glaube, dass es doch so ist, dass man aufpassen muss, dass das nicht auseinandergeht. Es darf nicht sein, dass wir hier alle Berichte über Beschaffungsprobleme und sonst was der Bundeswehr haben und dann den einen Talk, was nun, Frau von der Leyen, und da ist sozusagen auf einer völlig anderen Ebene alles in Butter. Ich glaube, ein bisschen was von dem meinte vielleicht auch Peter Merseburger, als er sagte, Politik zerfasert. Ich kann mir vorstellen, dass ein Magazin wie Kontraste einen längeren, einen tiefgründigen, einen analytischen Beitrag bringt, zum Beispiel durchaus auch an einer Person aufgezogen, wie eine Bilanz des langjährigen Wirkens von Klaus Wowereit in Berlin. Einen analytischen, interessanten politischen Beitrag mit ordentlichen Texten. Und nicht 2, 3 kleine Szenen, das war ein Partylöwe und wir haben dann ein bisschen hämischen Zusammenschnitt und dann ist das sozusagen abgefrühstückt. Warum soll es nicht von einem Magazin mit gesellschaftspolitischem Anspruch, mit analytischem Anspruch, auch entlang von dem, was eigentlich klassischerweise der Parteitaktik, der Machtpolitik vorbehalten ist, Versuche geben, interessante Beiträge analytisch durchzuführen. Wir müssen aufpassen, dass Parteipolitik, Machtpolitik nicht bei den Hauptstadtstudios und den Talkshows angesiedelt ist und es gewissermaßen jenseits davon nur Hintergrundberichterstattung gibt, denn beides hat miteinander zu tun. Letzter Punkt. Ich glaube, die Studie, die wir da vorhaben, ist notwendig.
Die letzte große Studie dieser Art wurde 1998 publiziert. Da gab es dann einen ganzen Sonderforschungsbereich der Gesamthochschule Siegen. Damals war die Idee, das Magazin ist sozusagen konzentriert das Gesamtprogramm. Die nächste große Tagung war 2004 bei den Mainzer Tagen der Fernsehkritik. Da ging es vor allen Dingen um das Verhältnis von, wie verhält es sich zwischen Information und Entertainment, wie unterhaltsam darf, soll, muss, darf noch harter Infojournalismus sein. Für mich ist die entscheidende Frage der Zukunftsstrategie nicht eine Frage von Quoten, auch nicht eine Frage, gibt es einzelne Themen, mit denen man irgendwie Jugend angeln kann oder sowas, sondern die Frage ist, wie verteidigen von mir aus, aber meines Erachtens offensiver gestellt noch mehr, wie gewinnen die politischen Magazine wieder an Bedeutung in einem Gesamtprogramm, was aufklärerisch zu sein hat, sein bleiben will, was uns informiert und uns alle als mündige, wache, aufmerksame Staatsbürger anspricht. Das wird die Fragestellung sein. Vielen Dank. Unser Moderator hat es schon getan. Ich bedanke mich auch nochmal sehr herzlich für die vielen Anmerkungen und Impulse von Ihnen. Und ich bedanke mich natürlich auch bei dem Moderator der Veranstaltung, der gezeigt hat, dass es nicht nur der genetische Bezug, sondern auch der inhaltliche Bezug ist, der ihn zu dieser Aufgabe qualifiziert hat. Und Ihnen allen soll ich jetzt sagen...